Die Inflation in Deutschland macht sich in vielen Bereichen bemerkbar, auch im Supermarkt, wie hier in Bernau in Brandenburg. Im Vorjahresvergleich haben sich die Nahrungsmittelpreise um mehr als 11% verteuert. Das Fleisch ist schweineteuer. Dann gibt es halt nämlich nicht nur Fleisch. Dann gibt es halt eben mal, selbst Eier sind schon Mangelware manchmal. Da gucken wir wirklich zweimal drauf, ob wir das jetzt so brauchen oder ob wir sagen, gut, okay, wir können auch noch ein bisschen länger drauf verzichten und warten auf die Werbung dann. Ja. Jeder vierte Erwerbstätige und Arbeitssuchende in Deutschland empfindet derzeit seine finanzielle Lage als äußerst stark oder stark belastend. Die Not macht sich bei den Tafeln bemerkbar, auch in Bernau. Unter anderem kommen viele Rentner kaum noch mit ihrem Geld hin, auch weil die Rentensteigerungen nicht mit der Inflation mithalten. Ein Brot, da ich alleine bin und das über 2 Euro, das geht nicht. Und Butter und das, noch nicht mal die Wurst, die früher mal nur 99 Cent gekostet hat, kostet teilweise jetzt über 2 Euro. Manchmal gehe ich nur noch raus aus dem Land und fast zum Heulen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Bei manchen Tafeln hat sich die Zahl der Hilfesuchenden in den vergangenen Monaten verdoppelt. Auch viele Geflüchtete aus der Ukraine suchen Entlastung bei ihren Lebensmitteleinkäufen. 25 Euro. Wir kommen einmal in der Woche hierhin. Hier besorgen wir, was wir brauchen, denn in den Supermärkten ist es sehr teuer. Hier kann man irgendwie Geld sparen. Da Tafeln seit Jahresbeginn teils weniger Lebensmittelspenden erhalten, fühlen sich viele Menschen unzureichend unterstützt. Ich weiß, was Krieg ist. Wo Krieg ist, muss man flüchten. Ist in Ordnung, wenn die alle kommen und machen. Aber sie sollen uns nicht vergessen, möchte ich sagen. Sie möchten uns ein bisschen, uns alten Rentner mehr geben. Ein bisschen mehr. Die kriegen jetzt alle, aber an den Deutschen denken keiner. Weil Armut haben wir hier sowieso. Das ist ja nun nicht mehr wegzusprechen. Aber bloß, dass das jetzt alles darüber geht. Gut, ich verstehe das, aber weiß ich nicht. Laut dem Dachverband der Deutschen Tafeln geraten immer mehr Einrichtungen an ihre Grenzen. Manche mussten einen Aufnahmestopp verhängen. Bei der Bernauer Tafel ist das noch nicht der Fall.